Adesso sono qui di fronte al mare, non so se ciò che vedo è vero, ma non importa perché so che anche se non ci sarai potrò guardare il mio quadro la mattina appena iniziato dove tu hai lasciato. Thank you.
tempo, solo per un istante, per quella nave. Love is an end.
clava. Benedict. Kevin. Jan Willem. Marina. Anna. Elmar. Fabian. Jan. Vanessa. Martha. Julia. Eike. Christian. Venja. Clancy. Marie. Penja. Dennis. Katinka. Lydia. Wir denken an die vielen Verletzten und Hinterbliebenen, Traumatisierten ebenso. Liebe Angehörige, liebe Betroffene,
Ich bitte um Entschuldigung für das unfassbare Leid, das in dieser Stadt geschehen ist und das für immer mit ihr verbunden sein wird. Ich bitte um Entschuldigung bei allen, die am 24. Juli 2010 ihr Liebstes verloren haben und denen dieser Tag so tiefes Leid und so große Schmerzen zugefügt hat. Ich bitte um Entschuldigung für die lange Zeit, in der neues Leid dazukam, weil die politische Verantwortung nicht übernommen wurde. Und ich bitte um Entschuldigung dafür, dass es Einzelne so lange nicht vermocht haben, auf sie zuzugehen und nicht die Kraft fanden, ihnen gegenüber angemessene Worte zu finden. Liebe Angehörige, liebe Betroffene, ich bitte um Entschuldigung. Dear family members and all those aggrieved, please accept my sincere apologies. Estimados parientes y víctimas, quiero pedir disculpa a ustedes. Beste Familienleden und andere Betrogenen, ich bitte mein Aufrechte in werte Mende verunschuldigungen an. Ching Ai De, Shuai Che, Ji Chi, Yia Shu Men, Boa Chiang, Ye Wei, Shen Biao, Qian Yi. Cari parenti, care persone colpite da quella terribile sciagura, prego di volerci scusare. Meine Damen und Herren, was bleibt, fragt diese Gedenkfeier und richtet den Blick in die Zukunft. Den 24. Juli 2010 werden wir in Duisburg niemals vergessen. Er gehört zu dieser Stadt als einer unserer schwersten Tage. Eine Narbe als Teil unserer Geschichte. Wir Duisburger werden uns immer an diesen Tag erinnern. Niemand kann ihn ungeschehen machen. Aber ich will mich zu diesem Tag bekennen und die Verantwortung annehmen, die aus ihm erwächst. Ich will aus diesem Tag lernen und ich will aus ihm die Konsequenzen ziehen. Dazu gehört, auf einen offenen Dialog zu setzen und Transparenz zu schaffen, wenn große Pläne gemacht werden. Dazu gehört, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht falschen Ehrgeiz und zu große Ambitionen. Und dazu gehört ganz konkret, alles zu tun, um die Aufarbeitung des 24. Juli 2010 zu unterstützen und voranzubringen. Rückhaltlos und transparent. Ich stehe heute hier, um das für meine Stadt zu versprechen. Meine Damen und Herren, ich habe mich dafür stark gemacht, dass hinsichtlich der Gedenkstätte eine würdige Lösung gefunden wurde. Und nun folgt für mich erst recht, dass auch die Planungen für die inhaltliche und künstlerische Ausgestaltung der Gedenkstätte gemeinsam erarbeitet werden. Die Wünsche und die Bedürfnisse der Angehörigen und Betroffenen sind ganz klar die Richtschnur, an der sich alles zu orientieren hat. Ich bewundere die Kraft, mit der viele von Ihnen nach vorne blicken und möchte Ihnen heute ausdrücklich versichern, dass ich an Ihrer Seite stehe, so wie unsere Ministerpräsidentin in den letzten beiden Jahren an Ihrer Seite gestanden ist. Als Oberbürgermeister dieser Stadt möchte ich den Weg, der noch vor den Opfern und Hinterbliebenen liegt, mit Ihnen gemeinsam gehen.
Ich will für meine Stadt Vertrauen zurückgewinnen. Ich will Gräben zuschütten und allen die Hand reichen, die heute und in Zukunft an den Folgen der Love Parade zu tragen haben. Und dabei will ich auch in besonderer Weise diejenigen würdigen und denjenigen danken, die anderen geholfen, Leben gerettet oder dies zumindest versucht haben. Beispielsweise als Rettungssanitäter oder Seelsorger bei Polizei, Feuerwehr oder den Hilfsdiensten. Und natürlich all diejenigen, die als stille Helden in schwerer Stunde bei der Katastrophe oder in der Zeit danach einfach nur Mensch waren. Ich will und ich werde dies alles nicht nur tun, weil es zu meinem neuen Amt gehört. Ich will dies tun, weil es mir ein echtes Herzensanliegen ist und ich heute nur hier stehen kann, weil die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt Verantwortung erst gefordert, dann übernommen und schließlich durchgesetzt haben. Meine Stadt hat damit ein klares Zeichen gesetzt. Ich möchte heute ein weiteres, ein kleines Zeichen setzen, ein Symbol für einen Neuanfang und für ein neues Miteinander. Gemeinsam mit den Angehörigen, wird unsere Stadt Magnolien pflanzen. Eine Magnolie für jeden jungen Menschen, der bei der Love Parade sein Leben gelassen hat. Diese 21 Magnolien, meine Damen und Herren, sollen vor unserem Bahnhof und damit im Herzen unserer Stadt wachsen und blühen. Sie sollen uns einerseits zurückerinnern, sie sollen uns andererseits aber auch nach vorne schauen lassen, ein wachsendes, ein blühendes Zeichen der Hoffnung. Um eine erste Magnolie symbolisch zu übergeben, darf ich gleich Frau Siebenlist und Herrn Hagemann vom Verein Love Parade Selbsthilfe nach vorn bitten. Meine Damen und Herren, was war, können wir nicht ungeschehen machen. Aber wir können und wir werden daraus lernen. Was ist, soll uns dieser Tag heute ins Bewusstsein rufen. Was wird und was bleibt, das können wir gestalten. Dafür wünsche ich uns Zuversicht, Vertrauen und Kraft. Glück auf. Yeah.
Thank you.
Wir haben Angst, uns